Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Review. Ich bin Blackfaust bzw. Marco28111 und toll, das Review geht über die XM8. Ja, erstmal über die über das Real Life der Waffe. Die Waffe gibt es in echt und sie stammt von der G36 ab. Die Waffe wird in Amerika von dem US-amerikanischen Militär im Einsatz gebraucht. Sie zeichnet sich durch ihr Scope aus, welches dasselbe ist wie auch auf der LDX90A1, auf den meisten GP-Snipern und auf der Arctic Wolf und TPG1 finden könnt. Die XM8 ist eine leichte Assault Rifle und man kann mit ihr sehr schnell laufen. Schneller als mit der G36, wie gesagt, die stammt von der G36 ab. Ja, für die Waffe empfehle ich euch ein Extended Magazin 1 oder 2, da ihr mit der Waffe dann auf längere Gefechte gehen könnt. Ein Schalldämpfer würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, wie auch auf der G36, da macht ihr auch keinen Schalldämpfer drauf, da der Recoil der Waffe dadurch nicht wirklich beeinträchtigt wird. Die Fire Mode der Waffe, da gibt es nur die Auto Fire Mode. Wie ihr unten rechts sehen könnt, die 5 Patronen heißen Auto-Fire-Mode. Ich empfehle euch aber trotzdem das Tab-Feuern, also das ständige Klicken mit der Maus. Also immer linksklick, klick, klick, klick und dann... Ja, auf größere Entfernung ist das dann einfach besser, da ihr den Gegner dann besser treffen könnt und der Recoil halt so groß ist, dass die Waffe ziemlich verzielt, um drauf zu halten. Der Hersteller der Waffe ist Hegler und Koch. Ja, das ist ein deutscher Hersteller, der auch noch andere Waffen herstellt. Ja, dann kommen wir zu den Kosten der Waffe. Die Waffe kostet für einen Tag 900 NX, für 7 Tage 3500 NX und für 30 Tage 6900 NX, für 90 Tage 11900 NX und für permanent wie jeder Assault Rifle 24900 NX. So, dann kommen wir jetzt zu den Stats der Waffe. Der Damage der Waffe liegt bei 41 Punkten, die Portability der Waffe bei 65 Punkten, die Fire Rate liegt bei 75 Punkten, die Accuracy, da sage ich gleich auch nochmal was zu, liegt bei 88 Punkten und der Recoil liegt bei 68 Punkten. Zu der Accuracy, 88 Punkte auf Accuracy ist meiner Meinung nach ziemlich viel zum Vergleich zu einer Sniper. Also die Waffe ist ja ein sicherer 3-Hit, also man könnte auf größeren Maps kann man die Waffe mitnehmen, man könnte so theoretisch auf eine Sniper verzichten, ohne, ja, da die Waffe halt ein sicherer 3-Hit ist und wenn man dann 3 Hits trifft, dann ist der Gegner sofort ausgeschaltet und das finde ich sehr gut an der Waffe, dass sie halt einen Sniper-Scope hat und man für diese Waffe hier vielleicht für den Fernkampf mitnehmen kann, wie für den Nahkampf. Und dann vielleicht noch eine andere SMG mitnehmen kann. Und man so nicht unbedingt eine Sniper braucht, die man vielleicht mal nur kurz oder vielleicht dreimal im Game braucht und dann halt nie wieder im Game. So kann man halt die XM8 mitnehmen und die halt sozusagen als Sniper benutzen, da sie ein sicherer 3-Hit ist. Ja, das war's von mir zur XM8. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bewertet das Video, ja, und kritisiert das Video am besten, damit ich weiß, was ich beim nächsten Video besser machen kann. Sagt mir, ob ich was vergessen habe. Und dann, ja, lasse ich das Gameplay hier noch ein bisschen weiterlaufen, mit Musik oder so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Review. Tschüss.
start. Round start. Round start. Start. Round start. 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 Start.